Europa-Park wird von Jammern hops genommen. Heute, liebe Freunde. Liebe Freunde, der gleiche Mann. Dreimal dürft ihr raten. Dreimal dürft ihr raten, was er macht. Oh mein Gott. Ey, das macht man aber nicht. Silvester? Wo ist denn die? Der kommt gleich, ich seh nichts. Was hast du mal? Ich hab mal den Reißverschluss. Okay, warte mal. Liebe Freunde, jetzt wollen wir mal schauen, was er gemacht hat. Ich hoffe, das sieht ihr. Da ist eine kleine Pfütze. Guck mal, da seht ihr das. Das wollt ihr, glaube ich, nicht sehen, oder? Let's go! Also, liebe Freunde, richtig entspannen vor. Ich entspanne mich. Das ist mal was. Das habe ich gerade gebraucht. Hi Freunde, ich bin's nochmal. Ich dachte, es wird schneller gehen, aber ich brauche eine schnellere Musik. Ja, wir sehen uns gleich nachher. Ja, Mann! So Freunde, ich würde mal sagen, let's go, Silvester ist jetzt am Start. Keine Sorge! Ich muss jetzt halten! Schreien, ganz wichtig, schreien! Allah, Bismillah! Bis wann hier? Oh mein Gott! Let's go! At this moment that he knew he fucked up. Hold up, hey, well my niggas who be thinking we saw. Ya man işli squad. Ya man. Kameracı çekiyor mu beni? Buradan bir atlı geçti. Yaramı bastı geçti vay vay. Doğana. Çile misin dert mi? Gam mı keder mi?
Dahole. Evet. Zekeriya, wenn ich Dahole sage, schießt du, okay? Kamera, nimmst du auf. Bruder, kannst du ganz kurz? Der will schießen. So. Zekeriya, bist du bereit? Hadi aslanım benim. Hadi, let's go. Let's go, Dahole, hadi. Dahole. Turkish position. Dahole. Oha. Maşallah, oha. Evet, gitti. Mahmut ist alles gerade. Der hat's voll demoliert. Der hat's voll demoliert. Aslan Zekeriya. Evet. Es ist nicht einfach natürlich, ne? Hier ist der Cristiano Ronaldo. Hier ist Yaman Cristiano. Yaman? Yaman, Bruder, Yaman. So. Nein, 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 komm, da musst du mal kommen. Komm, 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 Alter. Alles gut, Mark. Ah, ciao. Öyle olmaz, öyle basit yağma yok öyle. Öyle para kazanmak kolay mı? He? Hemen atayım diyor, 2 dakika diyor. Herkes Cristiano Ronaldo mübarek. Yağman. Tamam. Willst du? Aber du musst erstmal vor Kamera sein, Bruder, dein Name sagen, wie alt du bist. Komm her, komm her. Ich muss kurz nochmal zurück und dann komm ich. Okay, tamam. Atamazsan, bak, atamazsan 10 kağıdını alırım. Atarsam? Kameranın önünde, tamam mı? Atarsam? Atarsan da 50 lira alırım. 50 lira olmaz da. Abi biz de tabii şimdi yokuz biz uçucuyuz ama da hani yani. Ben atarım diyorum bak. Ben sana kesin bir şey söylüyorum. Atarım ben. Tamam. Bak ben sana söylüyorum. Atamazsan. Atamazsan ben de sana 10 lira vereceğim geri. Atarsan ben ne vereyim sana düşünüyorum. Vallahi sen bilirsin. Ne vereyim abime? Ne vereceksin bana? Ne vereyim abime? Atarsan bir 5 kat daha abi ya. 5 kat. Aynı hesaba geliyor. Aynı hesaba geliyor. Aynı hesaba. O zaman ben bir şey vermem. O zaman ben 10 kat. 10 kat, tamam mı? O zaman ben bir şey. 10 kağıdını veriyorum. Ben 20 veriyorum. 20 alacaksın. 10 kağıdını ben veriyorum atamazsan. Tamam işte ben de sana 15 geri vereceğim. Tamam 15. Aynen. Tamam hadi. Memleket nere? Eskişehir. Eskişehir demiştim doğru. Kayserilik var mı diye soruyorum ama. <Atayım, gülüyor> tamam o zaman bir saniye abiler şöyle bir Osman hemen hop, let's go. Vallahi attı. Ay gene vurdum. Hey Allah ya. Attı, attı. Abi sen futbol mu oynuyorsun? Futbolcu musun? Futbolcuyum. Vallahi mi ya? Vallahi. Arkadaşlar futbol yer, futbol. Abi dur. Gözünü seveyim bir daha at. Bir saniye abi. Ben şu an inat ettim. Normalde az önce dediğini yerine getirecek. Neyi? Atarsan bir daha 20 şınav çekelim. 20 he, o tamam. Az önce söyledin. Tamam. Sen dedin. Gözünü seveyim, kaçır bu sefer de. Vallahi kaçır abi. Finik milletin içine bana 20 şınav çektirme abi ya. İyi hadi bismillah, hadi bakayım. Ve al. Çile misin, dert mi? Gam mı, keder mi? Çek abi 20 tane. Abi çekiyorum, al mikrofonu al. Ama kameraya bakarak sen bana şimdi sunuculuk yap. Abicim. İnşaat ve loğan. Sözünde duracaksın. Aynen. 20 şınav çekeceksin arkadaşlar. Çek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tamam, tebrikler. Teşekkürler. Und das Beste ist. Dankeschön. Bitte. Fatih. Fatih Soprano, F-A-T-I-S-U-P-R-A-N-O. Google, ihr wisst Bescheid. Perfekt. Der beste Rapper bei. Oh, Grips was? Ja, komm. Bruder, echt? Würdest du, genau. Hier mal so, doch, wirklich, das wäre nice. Bruder, mein eigener Song kommt auch bald. Echt? Deswegen, ja, wirklich. Was machst du denn für mich? Inshallah, ja, bei mir ist Reggaeton, Reggae. Ich bin ja so der Reggae-Typ. So Latin, Reggae. Ja, so auf Türkisch, aber Reggae. Guck mal, vielleicht gefällt dir ein bisschen was von mir. Auf jeden Fall, ich mache jetzt einen Beat auf und du rappst. Ja, direkt, Bruder. Gib ihm. Wenn ich dir was anderes. Ich hab mal gebeatboxt. Okay. Wenn du willst, kann ich ein bisschen beatboxen für dich. Ja, rappen wäre auch geil. Ja, oder rappen. Wallah, wäre geil. Oder ich rapp nur Texte. Tamam, ich rapp. Ja, aber ich hab meine Texte nicht mehr im Kopf. Okay. Kennst du das Schönste? Ich schreib wie Maschine ich und dann. Ich weiß. Tatsache, genau. Und nächster. Ja, das kenn ich. Klar, das kenn ich. Aber Beatbox kann ich dir okay. Was Schönes raushauen. Okay, dann machen wir Beatbox und du rappst dafür. Du kannst rappen. Ich wäre so der Sänger, Bruder. Ich wäre so der Sängertyp so. Ja, das wäre nice. Das übersteuert nicht, oder? Nee, das übersteuert nicht. Okay. Dann würde ich sagen, let's go. Du hast. Okay. Hier ist die Bühne, Bruder. Hier. Mikrofon gehört dir. Okay, chill. Jawohl. Geil, also. Mach mal.
Every day you in my mind. Does it mean I love you? For you I would do everything, everything. Does it mean I love you? Martin, hey, Applaus, bitte erstmal Applaus. Nimm auf. Ich küsse dein Herz, Bruderherz. Ich schwöre dir, du hast meinen Tag gerettet, ohne Scheiß. Es gibt hier in Mannheim so viele Nerds hier. Ich schaff das auch nicht irgendwie. Aber richtig nice, wirklich, richtig nice, Bruder. Ich wünsche dir von Herzen, dass du wirklich sehr erfolgreich wirst. Und du wirst auch erfolgreich, safe. Ich habe so ein Gefühl. Und wenn du erfolgreich bist, aber die Jänge nicht verlassen, ne? Also da wollen wir wirklich vor der Kamera und dein Versprechen halten. I feel. Warum nicht die wahre Liebe? Ich glaube nicht mehr so an Liebe, nicht mehr so hundertprozentig auf Liebe. Aber Geld macht glücklich halt. Genau das ist es. So. Ja. Manche sagen genauso und manche sagen halt andersrum. Manche sagen, wahre Liebe macht eher glücklich, aber dafür sagen die, wahre Liebe füllt den Magen irgendwie nicht. Ja? Da muss ich dir auch zum Teil ein bisschen recht geben, aber meine Meinung ist natürlich anders, ist ja auch unwichtig. Für mich ist was wichtig ist, eure Meinungen, vor allem Damen. Weil wir hatten das Thema vor 2-3 Wochen und ich habe gesagt, ey, ich mache daraus ein Video und frag mal Damen nach, ob die wirklich an Fuckboys erstens stehen oder auf Nerds oder auf reiche Männer oder wahre Liebe. Das war für mich schon sehr wichtig. Du sagst reiche Mann. Ja. Nice. Okay, und dazu stehst du auch, ist ja wichtig. Und du? 100% Liebe. 100% Liebe, ja. Nice. Auch? Nice? Ja, okay, da kommt schon ja, von außerhalb. Okay, sagen wir mal an, sagen wir mal, du hast den Mann gefunden, wahre Liebe. Er liebt dich über alles, er wird für dich alles machen. Ich liebe ihn auch. Wenn ich jetzt gut tanze, kommst du wieder zurück, Tamam? Normal be. Yanana yandı, gönül ömrüm azaldı. Wenn ich jetzt gut tanze, kommst du wieder zurück, Tamam? Ja, Mann! Style? Ja. Wie ist er angestylt? Passt? Ja, passt zu ihm, ja. Ja? Ja. Würdest du ihn so annehmen? Ich glaube, der wäre ein bisschen viel zu alt für mich. Tu mir einen Gefallen, jetzt hör auf zu lügen! Alter? Ja. Oh. Ja. Oh mein Gott! Ich will schon mit jemandem, der halt in meinem Alter ist. Wie alt bist du? 21. 21, also... Er ist wahrscheinlich nicht 21. Aber es ist doch besser eigentlich, wenn ein Mann reifer ist. Ja. Ja. Ja? Ja, schon. Bist du eher die Verspielte oder? Nein, also ich weiß es nicht, aber ich stand halt immer auf Typen, die halt in meinem Alter waren. Okay, nice. Also du meinst Style, Optik. Ja, an genau. Erster Stelle, eigentlich ne? Schon, ja. Okay. Ja, warum? Nein. Oh? Sie hat mal gefragt, ob ich ihren Nachnamen buchstabieren kann und wir sind eigentlich schon länger befreundet, schon sehr lange. Und immer noch nicht. Ich hab's nicht geschafft. Okay. Ja. Nur vier Buchstaben und sie hatte Schwierigkeiten damit. So. Okay, und wie heißt sie jetzt mit ihrem Nachnamen? Nein. Okay. B-I. Oh no. T. Nein. D. Oh no, 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 no. Oh mein Gott. A-B-I-D. Mein Gott. Warte, wir machen es jetzt so. Komm mal ganz kurz ein bisschen näher, bitte, wegen der Kamera. Und zwar buchstabier mal deinen Nachnamen ganz easy, so slow. A-B-I-D. Okay. Und jetzt du? B-I-D. Und jetzt du? Oh no. Oh no. Ganz schnell? D. Mit vollem Nachnamen. Nein, warte mal, was jetzt? Vier Buchstaben. Ja, okay. Vier Buchstaben. So. Mama? A, B, I, D. Okay, und wow. Jetzt mit Vor- und Nachnamen? Salma Abid. Salma Abid. Ja, genau. Schöner Name. Ja. Ich glaube, die haben jetzt schon mein Instagram. Auf jeden Fall. Salma Abid, liebe Freunde. Und du bist Single? Ja. Okay, du? Nee. Stellen Sie sich vor, Monsieur Joe war ein Erpresser. Nein. Nicht? Nö. Doch. Bist vergeben? Ja. Nein. Doch. Ne? Ja. Okay, glücklich vergeben? Ja. Ich? Sie? Nein. Doch. Immer. Okay, alles klar. Willst du vielleicht hier
an deinen Freund was sagen? Ist er, ja, kommt er hier aus? Also, ja, der kommt aus Heidelberg. Okay. Wir sehen uns vielleicht später und I love you. Sehr gut, sehr gut.